Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zum dritten Part, ja, Zombie World 2 auf der Nintendo Switch natürlich wieder im RPG Maker MV vom Tresemann 3000 natürlich das Game. Ja, wir machen natürlich an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben gestern. Ja, wir sind das erste Mal hier jetzt auf der Weltkarte hier, wo wir gerade stehen, angekommen und ja, sind auf dem Weg zur Silberzeitfarm, denn Treso ist mit dabei und hat auch Moin geschrieben im Live-Chat und die Musik könnte man einfach stundenlang hören. Ja, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall schrittig, würde ich sagen, oder? Da haben wir auch schon direkt den ersten Kampf. Ja, dann schauen wir erstmal zur Silberzeitfarm gleich. Ja, ich bin schon gespannt, wie das alles weitergeht natürlich. Auch in, ja, in zukünftigen Parts, allgemein das ganze Game. Wäre, glaube ich, sehr cool. Roshuna, oha, sehe ich gerade. Kann ich überhaupt, ja doch, ich wollte gerade sagen, ich kann keine Tränke oder so einsetzen gerade. Ich glaube, die Zombies sind schon ein bisschen stärker hier, oder? Kann das sein? Na gut, den ersten haben wir schon mal, aber Roshuna war mit der Energie gerade ganz schön schnell runter. Ich würde sagen, direkt nochmal auf Roshuna und nebenbei natürlich Zombie B auch angreifen. Ja, die Silberzeitfarm, muss ich mal schauen, wenn wir da gleich ankommen. Das war ja, glaube ich, auch mit dem Angespielt mit drin. Ja, so richtig erinnere ich mich nicht, aber wenn wir erstmal da sind, denke ich mal, werde ich mich schon ganz gut wieder dran erinnern können. So, erstmal weiter drauf. Und direkt besiegt, okay. Treso schreibt noch, du hast, glaube ich, auch schon Fähigkeiten freigeschaltet, okay. Muss ich gleich mal schauen. Levelaufstieg habe ich gerade gesehen für Roshuna, ne? Die Fähigkeiten waren, ah, da, okay. Was waren da noch die Fähigkeiten? So Zauber und so, glaube ich, oder? Also hier bei ihr noch nicht. Ja, mal Magieschutz. Nice. Erhöht die Verteidigung einer Person in der nächsten Runde. Ah, okay. Muss ich schauen, wenn wir natürlich nochmal einen Kampf haben, dass ich das einsetze und natürlich eigentlich jetzt natürlich nochmal schnell heilen, würde ich sagen, oder? Da setzen wir nochmal die Tränke schnell ein. Bevor wir hier zur Farm gehen, ja, und dann schauen wir direkt rein. Ja, die Silberzeitfarm, da bin ich mal gespannt. So richtig kann ich mich als angespielt ja nicht mehr erinnern, nur so einige Teile natürlich, wenn wir dort ankommen, dann kommt die Erinnerung der Meister immer wieder. Willkommen auf der Silberzeitfarm. Auch der Soundtrack hier auch sehr chillig. Im Brunnen, yes, auf jeden Fall wieder eine Wasserflasche. Du findest sie im Gegenstandsmenü, okay. Ein Zombie da, ich würde sagen, ich renne einmal rum. Muss ich jetzt halt nicht. Auf der Weltkarte kann man natürlich auch immer schön trainieren. Speichern kann man auch auf der Weltkarte, müsste ich jetzt eigentlich nicht. Ja, dann schauen wir erstmal hier. Achso, rennen kann ich übrigens. Okay. Ich wollte gerade sagen, drück einfach mal schnell den B-Knopf. Ja, dann schnuppern wir erstmal natürlich in der Truhe. Auf jeden Fall einen Trank. Ja, die Zombies, würde ich sagen, lasse ich erstmal aus, solange sie uns nicht direkt in den Weg rennen. Schauen wir erstmal ins Gebäude hier. Liebling, bist du das? Auch nice. Oh nein, du bist ein Zombie geworden. Das Gekreische gerade zum Anfang, wo wir reingekommen sind, sehr, sehr cool. Bleiben Sie, wo Sie sind, Frau Bäuerin. Wir kümmern uns um das Biest. Okay. Auf jeden Fall nice. Oh, Elysia, dem Himmel sei Dank. Ja, würde ich sagen, hauen wir weg. Ich bin Zombie, oder? Weißt du, er hat sich, glaube ich, gerade in Zombie verwandelt hier. Ihr Geliebter in dem Sinne. Ja, denke ich mal, mit easy. Übrigens, Fähigkeiten könnte ich ja mal testen. Magieschutz, schauen wir mal. Setz ich mal kurz am Roshuna ein. Ah, okay, okay. Ja, so haben wir das zumindest schon mal einmal getestet. Und Metzel natürlich schön den Zombie. Ja, sogar direkt platt hier. Und Elyse auch fast Level up sogar, okay. Mit 2G. Ist Ihnen etwas passiert, Frau Bäuerin? Nein, Elysia. Mir geht es gut. Ich kann dir gar nicht genug danken. Um mein Haar wäre es um mich geschehen. Sie sagten vorhin, Liebling, war dieser Zombie Ihr Ehemann? Ja, dem ist leider so. Er hat auf dem Feld gearbeitet, als plötzlich diese Zombies aus dem Boden gekrochen kamen. Ich wollte es nicht wahrhaben, also schloss ich zur Sicherheit die Tür ab, nachdem er von einem Zombie gebissen wurde.
Doch irgendwie konnte er durch das Fenster ins Haus gelangen. Zum Glück seid ihr gekommen. Oh, verstehe. Das tut mir von Herzen leid. Das muss es nicht, Elysia. Ihr habt sicher Wichtigeres zu tun, als euch um eine alte Frau wie mich zu sorgen. Deshalb, um meines Mannes willen, rettet diese Insel und findet heraus, was hier vor sich geht. Ja, da bin ich sowieso gespannt, wie das alles weitergeht und so in Zukunft natürlich. Darauf können sie sich verlassen. Ja, da bin ich, wie gesagt, schon sehr gehypt. Auch wie das natürlich nach Merleborg, Neu-Merleborg und so weitergeht. Nehmt euch doch bitte den Inhalt der Truhen mit, die wir auf unserem Dachboden lagern. Ihr könnt den Inhalt sicher sinnvoller nutzen als ich. Okay. Das Angebot nehmen wir gerne an. Ich verspreche, sobald wir von unserer Reise zurück sind, werden wir ihren Ehemann ordentlich bestatten. Oh, Elysia, liebes Kind. Du bist wahrlich eine Göttin, die Göttin der Fürsorge. Ja, passt eigentlich zu ihr, würde ich sagen. Ach. Jetzt übertreiben sie mal nicht. Ich tue nur das, was ich für richtig halte. Okay, dann können wir auch schon weiter, oder? Ja. Ich würde sagen, hier im Haus schaue ich natürlich mal. Hier oben ist irgendwie so ein Kamin. Und natürlich das Bett. Hier haben sie geschlafen anscheinend. Ja, und hier können wir hoch zum Dachboden. Okay, drei Truhen sogar hier oben. Okay. Ein heiliges Kreuz sogar. Oh. Talisman natürlich, haben wir ja sogar schon, rüste im Menü aus. Ja, wenn wir natürlich neue Teammitglieder kriegen, können wir das natürlich ausrüsten und 30G sogar. Ich glaube, mehr ist da nicht versteckt, oder? Würde ich sagen, schauen wir direkt wieder runter. Ah, hier ist glaube ich auch nichts. Außer hier die Küche, können wir so ein bisschen kochen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Zumindest haben wir sie jetzt gerettet vor ihrem Ehemann, dem Zombie. Aber sehr cool, wo wir reinkamen, das Gekreische. Auf jeden Fall cool umgesetzt, oder? Schauen wir mal, was wir hier unten noch haben. Hier sind ein paar Zombie. Hier unten sogar wieder Hühner. Da muss ich schon wieder an Zelda denken mit den Hühnern. Kräutertee habe ich hier auch noch, okay. Und hier werden sogar Möhren angebaut anscheinend, oder? Da unten glaube ich Weizen und hier oben Möhren. Ich weiß nicht, ob der Zombie da... Kommt er noch hinterher? Ja, Tatsache, der kommt hinterher hier. Ich würde sagen, schnell durch. Ah, gefährlich. Ich renne einfach schnell mal durch. Ja, hat sogar geklappt, okay. Ich glaube, mehr war hier nicht, oder? Ja, dann können wir eigentlich ja direkt den Weg natürlich weiter fortsetzen zur Stadt und so. Ja, und wie gesagt, das war ja auch im Angespielt mit der Stadt Neu-Merleborg und so. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das natürlich in Zukunft alles weitergeht und so. Haben wir hier, schauen wir mal. See des Lebens. Osten, Wald der Stille und Süden, Memoria. Ja, der Wald der Stille. Wäre im Osten irgendwie. Und natürlich weiterer Zombie. Ja, hauen wir natürlich weg. Ja, auf der Weltkarte sind die Zombies natürlich zufällig. Also dann generieren die natürlich zufällig in den Kämpfen. Beziehungsweise kommt zufällig natürlich vor. Ja, wie man es halt bei den meisten Rollenspielen kennt und so. Ne? Levelaufstieg, Level 3 sogar. Mit Elysia jetzt. Würde ich sagen, ist schon mal. Ja, auf jeden Fall vorteilhaft. Wir haben ja sogar noch einen Strand, wo wir rauf können. Nice. Ich sehe gerade, Treso schreibt noch, die Szene eben im Haus war neu. In der Demo konnte man das Haus noch nicht betreten. Ah, okay. Das ist natürlich sehr, sehr gut zu wissen. Ja, wusste ich gar nicht. Ich hatte die Szene auch gar nicht so wirklich in Erinnerung. Und war mir da jetzt gar nicht sicher, ob die da jetzt schon vorkam. Okay, das heißt, in der Demo kam die nicht vor. Das ist natürlich sehr cool. Wald der Stille, dahinter Neu-Merleborg. Okay. Und nächster Kampf natürlich. Sogar mit zwei Zombies. Ich würde sagen, schön drauf, da ich sehe gerade Elysia. Sollte gleich nochmal geheilt werden. Oder erstmal draufhauen, würde ich sagen, oder? So ist der erste Zombie nämlich schon mal weg, okay. Ja, ich denke mal, das überlebt Elysia auf jeden Fall. Ja, Tatsache.
Und immerhin wieder schöne EXP, Erfahrungspunkte natürlich. Ja, wenn man natürlich leveln möchte, könnte man natürlich auf der Weltkarte schön, ja, ein paar Zombies metzeln, wenn man da Lust drauf hat und so. Ja, Kräutertee setzen wir auch nochmal schon ein. Ach, Kräutertee stimmt, ist für MP, ne? Ja, jetzt muss ich mal schauen, die Wasserflasche ist für HP und BP, okay. Und das Kreuz war für, belebt ein Teammitglied wieder und füllt die HP vollständig auf, okay. Ja, dann schauen wir mal. Das heißt, wir kommen jetzt direkt in den Wald hier. Der Wald der Stille. Wenn wir ihn durchqueren, sind wir schon fast in Neu-Merleburg. Es scheint so, als haben sich auch hier die Zombies breit gemacht. Okay. Ich hoffe, Papa geht es gut. Keine Sorge, Schatz. Dein Vater ist ein starker Söldner. Der wird mit jedem Zombie fertig. Und wir sollten ebenfalls ein paar Zombies auf dem Weg besiegen. Je mehr Zombies wir von ihrem Leid befreien, desto besser. Ja, stimmt eigentlich da. In dem Sinne eigentlich schon, ne? Was stand hier noch? Die Handelsroute zwischen Memoria und Neu-Merleburg. Okay. Ja, speichern muss ich jetzt nicht. Aber hier im Zelt können wir übrigens, glaube ich, ja, einmal schlafen gehen, glaube ich. Naja, im Zelt kannst du deine Energie wiederherstellen, wenn du das Bett untersuchst. Ah, okay. Außerdem kannst du an dem Buch ein paar Tipps lesen. In dem Buch hier. Überlebenstipps, worüber möchtest du etwas erfahren? Level Up, Weltkarte. Und Gegner sogar. Ja, ist ja eigentlich eher so für Leute, die RPGs, glaube ich, eher so nicht kennen, würde ich sagen. Schauen wir mal kurz rein. Level Up, erreicht ein Charakter ein Level Up, erlernt er meist eine neue Fähigkeit für den Kampf. Ob eine neue Fähigkeit gelernt wurde, kannst du im Menü unter Fähigkeiten überprüfen. Wie viele Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level Up fehlen, siehst du ebenfalls im Menü unter Status. Okay. Aber auch schon mal gut zu wissen mit den Fähigkeiten. Um Weltkarte schauen wir auch nochmal. Auf der Weltkarte können hin und wieder Zufallscamper auftauchen. Auf diesen kannst du im Notfall auch fliehen. Ja, die Zufallscamper, wie gesagt, sind zum Level natürlich sehr gut, wenn man jetzt richtig hochleveln möchte und so. Die Anzahl der gegnerischen HP unterscheidet sich von Art zu Art bei Gegnern hier, ne? Okay, ein normaler Zombie besitzt 200 HP. Ein besessenes Kind besitzt 150. Ah, okay, das heißt, die Zombies sind sogar ein bisschen stärker. Weitere Zombiearten in diesem Wald besitzen 300 HP und 400 HP. Das ist also auch ein paar stärkere. Ich würde sagen, ausruhen, schlafen gehen wir auf jeden Fall mal kurz. Deine HP und MP wurden vollständig aufgefüllt. Ja, nice, 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 würde ich sagen, oder? Können wir eigentlich direkt los? Hier können wir übrigens auch nicht rennen. Aber ich muss sagen, an den Wald hier, wenn ich jetzt hier gerade schaue, ich glaube, ich erinnere mich hier sogar noch ein bisschen an. Angespielt waren wir, glaube ich, ja, stimmt. Da kann ich mich noch sogar sehr gut dran erinnern hier. Abkürzung nach Neu-Merleburg. Da können wir, glaube ich, noch gar nicht lang, ne? Immerhin Trank haben wir hier. Und diese Fledermaus da. Ich schau mal kurz. Ne, da steht ja dieser Minenwagen im Weg hier. Die Lore rührt sich nicht, genau. Okay. Ich finde etwas, um die Lore zu bewegen. Genau, das kann man, glaube ich, erst später, ne? Ah, jetzt kommt die Fleder raus. Könnte ich natürlich auch weghauen, aber die geht gar nicht weiter. Ja, dann würde ich sagen, rauf auf die Fledermaus, dann machen wir sie platt. Aggressive Fledermaus, sogar zwei Stück sogar. Da hauen wir auf jeden Fall platt. Ja, die Fledermäuse übrigens sind dann, glaube ich, noch schwächer, ne, als die Zombies und die anderen Gegner. Wie wir gesehen haben, ganz schnell weg auf jeden Fall. Okay, was hatten wir hier noch? Abkürzung nach Neu-Merleburg, genau. Ich glaube, da können wir später den Weg irgendwie, ja, ich glaube, da können wir später irgendwann lang. Zumindest habe ich das so ein bisschen in Erinnerung. Okay, nächster Zombie. Ich würde sagen, Zombies überspringe ich im Wald, oder? Zumindest so lange, bis ich nicht leveln muss. Schnuppern wir erst und erkunden hier alles. Ja, Pokémon übrigens habe ich heute auch ein bisschen weitergespielt. Pokémon Karmesin. Ja, ich bin jetzt bei der Arena angekommen, unten links auf der Karte. Ja, die habe ich sogar noch abgeschlossen, die Arena. Muss das Gebiet dort aber noch komplett erkunden, eigentlich außenrum und so.
Ja, ist schon krass, wie krass riesig das gemacht wurde, das Game, ne? Okay, das heißt, hier haben wir, glaube ich, alles abgesucht. Schauen wir erstmal weiter. Wald der Stille Art 2 haben wir hier. Schade, dass man hier nicht rennen kann. Das ist halt wie so eine Art Dungeon eigentlich, kann man sagen, ne? Und 10G gefunden. Aber sehr, sehr cool, was man hier alles so erstellen kann, auch im RPG Maker. Okay, hier wäre auf jeden Fall nächste Truhe mit Kräutertee. Ja, ich glaube beim Pokémon Karmesin, denke mal, da werde ich Monate brauchen, bis ich dann wirklich alles komplett habe. Ich werde bei Karmesin das auch so machen. Ja, dass ich den Pokédex auf jeden Fall komplett vollständig mache und so. Und vielleicht sogar, da wir so ein Online-Let's Play gestartet haben, ja, kann man da natürlich auch gerne die Terra Raids natürlich in Zukunft weitermachen und so ein paar Shiny-Pokémon, ja, fangen, farmen. Wenn man natürlich Champ geworden ist und so, macht das natürlich trotzdem Sinn, das Game weiterzuzocken und so. Oder? Versorgungsbeutel gefunden, okay. Was ist ein Versorgungsbeutel? Schauen wir mal kurz. Heilt 50% der HP aller Verbündeten. Ah, okay. Die Zombies sehen ja irgendwie nice aus hier, oder? Ja, wie gesagt, Zombie World 1 war ja auch schon sehr, sehr cool, auch die Story. Hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. So, wieder ein Trank. Und Zombie möchte, wieder gekillt werden hier. Zombie ist aufgetaucht und fleischfressende Pflanze übrigens das erste Mal jetzt hier. Das ist natürlich auch sehr cool. Ja, passt auf jeden Fall mit rein ins Game, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Der Biss hier übrigens erinnert mich gerade auch an die Attacke in Pokémon da. Und nur noch die Pflanze. Zombie ist sogar direkt platt schon. Muss übrigens immer rüberschauen öfters. Ja, wenn der Stream irgendwie mal kurz ausfallen sollte, so einfach reinschreiben im Live-Chat, weil ja, ich zeichne alles auf nebenbei und wenn er natürlich komplett durchgeht, ist es natürlich gut, dann brauche ich auf Twitch natürlich nur die Highlights erstellen. Was natürlich schneller geht, als wenn der Stream jetzt ausfällt. Dann müsste ich natürlich alles schneiden und so. Ja, und erneut alles hochladen und so, ne? Ist natürlich ärgerlich. Ich hatte das so eine Zeit, hatten wir das dann sogar so, dass der Stream öfters mal ausgefallen ist. Ja, einmal sogar über eine halbe Stunde ausgefallen war. Dreimal Kräutertee haben wir hier. Und bei Xenoblade sogar das eine Mal mehrmals hintereinander. Da ist der Stream wieder da gewesen, wieder weg, wieder da, wieder weg. Das ging ja irgendwie alle 5 Minuten. Ging das so im Takt immer. Ja, zum Glück zeichne ich ja alles auf. Das ist natürlich das Beste, ne? Okay, hier oben, kommen wir gar nicht durch. Ja, schauen wir direkt weiter. Hier haben wir Wald der Stille A3, okay. Und ein neuer Gegner, ne? Ich würde sagen, den greifen wir auf jeden Fall gleich an. Ja, den haben wir so noch nicht gesehen, das heißt direkt Kamikaze auf den Gegner hier. Wahnsinniger Zombie, okay. Ja, auf jeden Fall auch sehr cool. Kann ich mich sogar noch leicht dran erinnern. Am angespielt. Ja, haben wir den auch hier gemacht und so. Und der Biss gerade wieder. Erinnert auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen an Pokémon. Was ist an die Attacke? Ja, ich glaube, ich sollte gleich mal ein bisschen heilen. Ich könnte aber kurz. Versorgungsbeutel ist auf 15% aller Verbündeten, ne? Setz ich den mal ein. Wenn der Gegner nicht gleich schon. Also, wurde geheilt, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn er nicht schon gekillt ist. Ja, weiter drauf und Peso schreibt gerade noch. Du kannst jetzt auch schon heilen mit Elysia. Ah, okay, okay. Ja, gut, jetzt habe ich den Versorgungsbeutel gerade schon eingesetzt im Kampf. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, die Fähigkeit hat sie jetzt schon. Ja, Tatsache, nice. Kostet aber immer dann 3 BP irgendwie, ne? Oder MP. Okay. Was ist gerade nicht? Welchen Weg nehme ich zuerst? Den hier oder den da hinten links? Ja, bei mir ist es immer so, ich möchte natürlich alles vom Game
Wenn wir das natürlich zocken auch komplett sehen. Ich glaube, ich gehe erstmal hier diesen Weg. Ja, beim Pokémon, wie gesagt, das wird ewig dauern. Wenn man da wirklich die ganze Welt erkunden möchte. Ah, hier ist auch ein Friedhof. Ach stimmt, da kann ich mich auch am Angespielt noch so ein bisschen dran erinnern. Hier noch eine weitere Wasserflasche. Haben wir auch entdeckt. Okay, schauen wir mal. War hier nicht noch irgendwie eine Szene? Ruhe in Frieden, Kanade. Esther. Impani. Okay. Und Sophia hier noch. Ich denke mal, kann das sein, dass hier später irgendwie eine Szene kommt? Ich habe hier gerade irgendwie so eine Szene in Erinnerung mit dem Friedhof. Adelheid und Frank, okay. Nee, ich war gerade irgendwie der Meinung, kann das sein, dass wir hier später irgendwann nochmal herkommen? Das könnte natürlich sein. Weil ich da irgendwie gerade aus dem Angespielt irgendwie so eine Szene in Erinnerung habe. Denk mal den Zombie, den müssen wir auf jeden Fall platt machen. Da ist ein Zombie und drei fleischfressende Pflanzen sogar. Dann machen wir erstmal Zombie Pflanz. Ach, die ziehen aber auch irgendwie ganz schön viel ab über den Gegner, oder? Elisa jetzt schon 163 von 260. Was? 100 HP schon weg? Und die Pflanzen, das geht, die zählen jetzt nicht ganz so viel ab. Also erstmal schön mal da drauf. Das sei denn, wir sollten irgendwie im gelben Bereich kommen oder so. 100 HP ist noch ganz okay, würde ich jetzt sagen. Hat die sich gerade geheilt, die Pflanze? Ja, so wird nur eine über. Okay. 80 HP oben. Ja, ich würde sagen, ich schaue gleich auf jeden Fall, wenn der Kampf vorbei ist im Menü. Beziehungsweise Elysia kann er heilen. Dann geht das auch, wenn ich das Menü öffne? Muss ich mal kurz schauen, wenn ich auf Fähigkeiten gehe. Fähigkeiten Heilung. Geht das nicht im Menü? Das ist gerade die Frage, okay. Dann würde ich sagen, setze ich sonst, keine Ahnung, irgendwie. Ja, Tränke ein, ne? Oder? Ja, mindestens einmal wollte ich gerade sagen, okay. Kräutertee haben wir auch noch. Aber Kräutertee ist ja für BP, MP. Heiliges Kreuz, wieder mit der Wasserflasche, okay. Triso schreibt noch, nur im Kampf. Ah, okay, okay. Okay, was haben wir hier noch? Auf jeden Fall eine Kiste. Ja, immerhin 10G. Ich würde sagen, nehmen wir natürlich alles gerne mit hier. Da ist sogar noch eine, okay. Und drei Tränke sogar insgesamt. Ja, würde ich sagen, besser als ein Trank. Und hier haben wir das Handelstor. Ah, da kann ich mich auch noch dran erinnern hier. Okay, Heiliges Kreuz haben wir sogar zweimal, oh. Ja, die Szene kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern. Ich glaube irgendwie an einem Kristall können wir uns heilen, kann das sein? Hier können wir auf jeden Fall speichern. Ja, machen wir mal, da wir jetzt auch schon ein bisschen weiter sind hier. Der grüne Kristall ist dafür die Heilung, das könnte natürlich sein. Schauen wir gleich mal. Dies ist ein sogenannter Heilungskristall. Einen kleinen Betrag kannst du an ihm deine HP und MP wieder auffrischen lassen. Ja, sehr, sehr cool. Würde ich sagen, wollen wir. Möchtest du im Tausch von 10G deine Energie auffrischen lassen? Yes. Ja, 10G haben wir. Das heißt, einmal schon heilen komplett. Ja, und hier oben ist auch gleich genau die Szene, glaube ich. Genau, das ist die ich gerade auch in Erinnerung hatte. Elysia, bist du es wirklich? Und die kleine Roshuna ist auch bei dir. Ich bin so froh, euch wohl auch zu sehen. Hey, so klein bin ich auch nicht mehr.
Harald, dir ist zum Glück auch nichts passiert. Das war ein riesiger Schock für mich, als plötzlich die Zombies auftauchten. Ich hatte vorher eine kleine Pause am See des Lebens gemacht, als die Zombies aus dem Boden gekrochen kamen. Ich bin anschließend sofort zurück zu meinem Posten hier geeilt, um zu schauen, ob die Zombies sich auch auf dem Rest der Insel breit gemacht haben. Bitte sagt mir, wie sieht es in Memoria aus? Sind die Menschen dort wohl auch? Also halb, würde ich sagen. So. Nun, wir konnten die Zombies aus Memoria vorerst zurückdrängen. Dank unseren tapferen Soldaten. Aber sie werden einen erneuten Angriff der Zombies sicher nicht lange verhindern können. Daher sind meine Tochter und ich auch auf dem Weg nach Nomadenburg. Wir wollen uns nach dem Wohl der dortigen Bewohner erkundigen und vielleicht auch etwas Unterstützung für Memoria anfordern. Ja, und besuchen meinen Papa. Ich verstehe, dann bin ich etwas beruhigt, dass Memoria so weit in Sicherheit ist. Nun, um ehrlich zu sein, haben wir leider auch Verluste zu beklagen. Die Kinder Markus und Rentaro, wir haben sie leider an die Zombies abgegeben müssen. Abgeben müssen soll es, glaube ich, heißen, oder? ja, schon traurig eigentlich mit den beiden, oder? Haben wir im letzten Part oder vorletzten Part, wann war das? Ich glaube, im letzten Part war das, wo die dann gestorben sind im Dorf. Das ist bedauerlich. Ausgerechnet die Kinder, die Zukunft für den Fortbestand und die Hoffnung der Menschheit. Ausgerechnet sie müssen dieses grausame Schicksal ertragen. Mögen sie in Frieden ruhen und nun an einem besseren Ort verweilen. Weißt du vielleicht, wie es in Neu-Merleburg aussieht? Sind die Menschen dort in Sicherheit? Ich bin untröstlich. Ich habe diesen Posten seit dem Erscheinen der Zombies nicht verlassen. Daher weiß ich auch nichts von Neu-Merleburg. Und um ehrlich zu sein, es ist mir etwas unangenehm, aber der Torschlüssel, ich habe ihn leider verloren. Ach stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Seht doch gerade, Triso schrieb noch, Mann, ich habe das Game ungefähr 10-mal getestet und der Schreibfehler ist mir trotzdem nicht aufgefallen. Ja, kann natürlich immer vorkommen, das war also das eine Mal jetzt so, ne? Das eine eben, das abgegeben, ne? Ja, schauen wir erstmal weiter, was? Du hast den Schlüssel verloren? Du alter Tollpatsch! Wie kann man nur so blöd sein, in so einer Krisensituation? Oshuna, sei nicht so frech. Mir ist die Dringlichkeit natürlich bewusst, das Schicksal von Neu-Merleburg könnte davon abhängen. Als ich am See des Lebens gerastet habe, hatte ich den Schlüssel noch. Ich muss ihn verloren haben, also als ich schnell hierher geeilt bin. Ich bin mir sicher, er liegt dort in der Nähe des Lagerfeuers, das ich am See gemacht habe. Am See des Lebens? Da sind wir vorhin vorbeigegangen. Ah, dort. Ah, okay. Ja, der See des Lebens befindet sich hier. Das heißt, da müssen wir aber ganz hinrennen gleich, ne? Und ja, es hilft wohl nichts. Ohne den Schlüssel können wir den Wald nicht durchqueren. Oshuna und ich werden zum See zurückgehen und ihn suchen. Okay. Damit wäre ich euch sehr dankbar. Sollte euch etwas zustoßen, übernehme ich die vollste Verantwortung. Okay. So weit wollen wir es nicht kommen lassen, alter Mann. Wir sind bald wieder zurück. Halte so lange die Stellung hier. Wo soll er auch sonst hin in dem Sinne? Außer nach unten könnte er jetzt natürlich den Weg nehmen. Verlasse den Wald und suche am See des Lebens südwestlich des Waldes nach Haralds Torschlüssel. Okay.
Aber jetzt hier mal gucken. Das Tor ist auf jeden Fall abgeschlossen. Verlasse den Ball und suche den Schlüssel. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, würde ich sagen, rennen wir natürlich direkt zurück, oder? Kann man sich ja eigentlich irgendwie porten? Nee, no. Wäre natürlich auch nice. Ja, das war auf der Weltkarte. Südwestlich. Okay, okay. Hier im Wald haben wir sonst alles abgesucht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwas übersehen haben oder so. Ich würde sagen, erstmal schön zurück. Ah, Zombie ist natürlich auch noch da. Ja, wenn er jetzt natürlich besiegt worden wäre, dann würde er hier nicht mehr rumrennen. Eigentlich aber auch cool gemacht. Ich habe damals als Kind, habe ich sowas zum Beispiel auch sehr gern gemacht. So wenn Gegner komplett verschwinden für immer, fand ich eigentlich immer sehr, sehr cool. Wenn das so vorkam in Videospielen und so. Der Grand Treso hat noch geschrieben, dann hätte er nicht zum Eingang teleportieren. Er teleportiert. Ach, du hättest ihn auch ansprechen können. Ach so. Okay, das heißt, wenn man ihn anspricht, dann teleportiert er einen zum Eingang. Okay. Ja, super. Jetzt bin ich natürlich schon durch. Ja, ist doch nicht schlimm, aber trotzdem gut zu wissen natürlich für weitere, die das Spiel natürlich gerne spielen möchten und so. Ja, das ist natürlich ein super Tipp auf jeden Fall. Gut, so weit ist der Weg natürlich auch nicht, so. Aber egal, schreibt Triso noch okay. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ihn anspreche, dass ich dann geportet werde. Aber ich könnte hier eigentlich noch mal ins Bettchen, sehe ich gerade. Ne, ist alles geheilt. Dachte gerade noch mal schnell ins Zelt. Ja, dann müssen wir nur hierher. Und dann schauen wir mal beim See des Lebens. Ja, kann ich mich auch noch so ein ganz klein bisschen dran erinnern. Hier ist das Lagerfeuer rum. Nanu, da glänzt etwas im Feuer. Möchtest du das Feuer löschen? Yes. Elysia, löscht das Feuer. Okay, das heißt, Schlüssel gefunden. Oh. Elysia findet den Torschlüssel von Torwächter Harald in der Feuerstelle. Gehe zurück zum Handelstor im Wald der Stille und öffne es. Okay. Los, Zombie hat uns sogar direkt angegriffen. Ja, machen wir platt, würde ich sagen. Wenn die uns schon angreifen, dann machen wir sie auf jeden Fall platt, oder? Was, der erste ist sogar direkt weg? Ich glaube, der zweite, der ist auch schnell platt, würde ich sagen, oder? Und vier gehen natürlich auch nochmal mit uns hoch. Ich würde sagen, ich schaue natürlich erstmal kurz, da wir jetzt frisch angekommen sind. Ich sehe schon, da hinten links ist eine Kiste. Hier ist, glaube ich, links rechts, oder? Schau trotzdem nochmal hoch. Ja, wie gesagt, ich erkunde natürlich immer meist alles schön ausführlich. Ja, und hier in dem Let's Play werden wir das natürlich auch machen. Aber nichts versteckt. Hätte er sein können. Ja, die Truhe, die nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Nur der Zombie hier gerade. Warten wir mal kurz. Ich glaube, der rennt gleich wieder weg, oder? Ja, der kommt uns entgegen. Oha. Nein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ihn platt auf jeden Fall. Haben wir zumindest den See hier gleich befreit von den Zombies. Der war richtig schnell platt. Das ist natürlich sehr gut. Dann schauen wir natürlich direkt hoch. Hier ist auch nichts versteckt, oder? Nö. Immerhin Kräutertee. Ja, dann können wir eigentlich direkt zurück, no. Also auch zum Tor, zum Harald. Ja, mehr ist hier glaube ich nicht auf der Karte. Wenn man jetzt hier in den Wald gehen würde, kann man da rein? Ne, kann man glaube ich nicht. Okay. Zombie ist aufgetaucht. Ja, machen wir direkt platt, würde ich sagen, oder? Ja, dann natürlich, wie gesagt, zum Harald natürlich direkt zurück. Und Elysia hat gleich sogar bald wieder ein Level up. Okay, das heißt, schauen wir mal kurz. Ja, wir können auf jeden Fall noch mal kurz schlafen gehen. Geht das schnell. Ja, somit sind die HP nämlich wieder aufgefüllt und so. Und wir können direkt weiter.
Von hier können wir uns nicht porten, ne? Sehr nice. Ja, da rennen wir auf jeden Fall durch. Was durchrennen, die Zombies müssen wir natürlich ein bisschen beachten. So, man immerhin wieder Walterstelle 2. Ja, bis Neu-Merlenburg, da waren wir auch in der Demo. Ja, im Angespielt, und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das natürlich in Zukunft alles weitergeht. Aber auch sehr cool hier die Anfangsszene und so. Ja, alles mal wieder zu sehen, da das natürlich lange her ist. No. Okay, nächster Zombie überquert. Da ist aber ganz durch den Wald. Ja, den Wald der Stille. Wieso schreibt noch? Ich glaube, der Part ist gleich schon wieder rum. Okay. Oha, ja, ich sehe gerade, bei 42 sind wir, aber wenn ich jetzt 6 Minuten wegrechne, muss er immer die 6 Minuten wegrechnen. Ich glaube, ich hatte 6 Minuten mal ja zum Anfang, so 5 bis 6 Minuten. Noch die Pause wegen der Werbung. Ja, das heißt, der Part ist auf jeden Fall schon bald vorbei. Ja. Ich glaube, hier oben lang müssen wir noch. Ja, machen wir das mit dem Harald, würde ich sagen. Schauen wir uns natürlich noch an. Das heißt, der Part hier, ja, ist ja so gesehen dann der Wald der Stille hier in dem Sinne. Würde ich sagen, passt eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das oben gleich noch weitergeht. Ja, schauen wir erst mit dem Schlüssel. Harald, oh nein. Elysia, Roshuna, flieht. Ich bitte euch, flieht so lange ihr könnt. Oha. Mama, wir müssen ihm helfen. Es ist zu spät, ich war zu unachtsam. Flieht, bevor ich mich auch in einen Zombie. Ja, und direkt gebissen natürlich. Und somit ist der Harald natürlich auch Zombie, okay. Harald! Nein, das darf nicht sein. Er wurde auch zu einem Zombie. Genau wie Markus und Rentaro. Ich weiß, Liebling, es ist schrecklich. Aber wir müssen jetzt schnell handeln. Sonst erwischen sie uns auch. Und wir müssen Harald erlösen. Das sind wir ihm schuldig. Ja, immerhin ist Harald hier so ein nobler Zombie. Sieht auf jeden Fall cooler aus als die anderen Zombies, oder? Ja, würde ich sagen, direkt angreifen. Erstmal Zombie A. Direkt platt machen. Denk mal, die werden das schnell platt haben, oder? Wieso schreibt noch ein Roshuna müsste auf Level 3 auch schon eine Fähigkeit haben. Ah, okay. Und schau ich mal kurz. Jetzt habe ich gerade Elysia, ne? Aber wir einfach heilen. Ich würde sagen, heilen wir sogar direkt einmal. Und Messerwurf. Nice. Ja, das ist natürlich sehr, sehr gut, dass du mich drauf hingewiesen hast. Machen wir mal kurz Messerwurf, schauen wir mal. Ja, das ist schon mal sehr, sehr cool. Die Technik trifft natürlich mehrere Gegner auf einmal. Oha, die ziehen aber ganz schön viel ab hier. Sehe ich gerade Roshuna. Da wird direkt mal heilen mit Elysia, würde ich sagen. Und weiter draufhauen natürlich. Ja, aber auf jeden Fall krass, der Harald natürlich auch gebissen. Und zum Zombie geworden hier. Aber wie gesagt, immerhin so ein luxuriöser Zombie, ne? Sieht auf jeden Fall luxuriöser aus als die anderen. Die Energie sollte reichen. Ich denke mal, der Harald, ja, hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie, glaube ich. Aber Geschichte als Zombie B. Der ihn gebissen hat. Ja, somit auch Geschichte, okay. Und sogar Levelaufstieg und lese ja wieder. Mit 8 gehen nehmen wir natürlich mit. Ja, auf jeden Fall traurig eigentlich mit Harald. Es ist so grausam, daran werde ich mich nie gewöhnen. Harald hat fast 60 Jahre auf dieser Welt ein vorbildliches Leben geführt. Und dieses Leben wurde nun durch einen einzigen Biss eines Zombies beendet. Ja, stimmt. Warum müssen wir dieses Schicksal ertragen? Was haben wir denn getan? Ich verstehe das alles nicht, Mama. Ich weiß, Schatz, ich verstehe es auch nicht. Und trotzdem dürfen wir nie die Hoffnung verlieren.
Und alleine durch unsere Hoffnung konnten wir bis heute auf dieser Insel überleben. Okay. Wir sollten Harald die letzte Ehre erweisen. Das ist das Mindeste, was wir für ihn tun können. Okay. So mit der Friedhof. Ja, sag ich doch, hier war tatsächlich eine Szene. Habe ich sogar noch richtig in Erinnerung, die Szene, so wie ich es erwähnt hatte. So, das wäre erstmal geschafft. Wenn das alles überstanden ist, werden wir uns um einen anständigen Grabstein kümmern. Ja, somit hat Harald immerhin ja, seinen Frieden gefunden, in dem Sinne, und sein Denkmal gesetzt wurde er hier in dem Sinne. Oh, Mama, warum bist du so zuversichtlich? Ich habe Angst, dass Papa auch so wie Harald von Zombies angegriffen sein könnte. Weißt du, Liebling, wenn ich eins über deinen Vater weiß, dann, dass er sich nicht so leicht umlegen lässt. Er ist der stärkste Mann, den ich je kennengelernt habe. Wahrscheinlich war dies auch ein Grund, weshalb ich ihn geheiratet habe. Ohne ihn wäre diese Insel nie zu dem Paradies geworden, das sie bis vor kurzem noch war. Kennst du den Grund, weshalb die Zombies überhaupt entstanden sind? Ja, dieser komische Zombie-Ursprung hatte doch die Zombies erschaffen, oder? Ja, das stimmt. Der Zombie-Ursprung war eine Kreatur entsprungen aus dem Hass eines Mannes, der uns damals alle hinters Licht geführt hat. Aber warum hat er das gemacht? Ich meine, was hat er davon, alle Menschen auf der Welt in Zombies zu verwandeln? Nun ja, von der Zombie-Apokalypse waren Menschen, vor der Zombie-Apokalypse waren Menschen anders als heute. Okay. Wir hatten eine Zweiklassengesellschaft. Die Reichen regierten über die Armen. Diejenigen, die mit ihrer Situation unzufrieden waren, führten Kriege und blutige Schlachten bis über die Ländergrenzen hinweg. Der Zombie-Ursprung erkannte dieses Leid und versuchte, alle Menschen gleich denken zu lassen, indem er sie zu Zombies machte. Verstehe, aber es kann doch nicht richtig sein, Kriege zu beenden, indem man alle Menschen zu Zombies macht. Genau, davon bin ich bis heute überzeugt. In den letzten 10 Jahren konnten die Menschen perfekt beweisen, dass sie zusammen so viel mehr erreichen können, als nur Kriege zu führen. Auf dieser Insel hat noch nie jemand nur an sich gedacht. Hier lebt jeder für jeden. Und alleine deswegen dürfen wir die Zombies nicht über uns triumphieren. Aber Menschen können gemeinsam so viel stärker sein, als man es sich vorstellen könnte. Harald und auch Minoris Vater kämpfen beide für diese Erkenntnis. Sie waren beide ein großes Vorbild für uns alle. Aber der Vater von Minori war auch stark und trotzdem ist er damals vor 2 Jahren gestorben. Minoris Vater wurde damals schwer krank. Es traf uns alle wie ein Schock, vor allem Minori selbst. Ich hatte dir nie erzählt, wie er starb, weil du noch zu jung warst. Bitte erzähle mir davon. Ich erinnere mich noch, als sei es gestern gewesen. Wie du ja sicher weißt, starb Minoris Mutter kurz nach Minoris Geburt. Daraufhin wuchs sie bei ihrem Vater auf. Die beiden standen sich sehr nahe, jedoch wurde Minoris Vater schon bald von einer schweren Krankheit heimgesucht. Auch krass, oder? Würde ich jetzt sagen. Somit vor 2 Jahren. Ich sehe gerade, Treso schrieb noch, Roshuna müsste auf Level 3. Achso, hattest du eben geschrieben, stimmt. Ja, ich würde sagen, hier an der Stelle, ich weiß nicht, wie lange geht die Stelle eigentlich, oder ich starte gleich einen neuen Part in dem Sinne. Müsste ich jetzt kurz an Treso nochmal fragen. Du kennst das Spiel, du hast es gemacht. Frage wäre hier lieber eine Pause. Ja, ich sehe mich gerade, wir sind da in der Zeit auf jeden Fall ganz gut drin, jetzt bei 40, 45 Minuten, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange die Szene noch geht und wie lange das mit dem Wald hier jetzt noch wäre. Das wäre gerade die Frage. Ist gleich vorbei, sonst schauen wir natürlich erstmal weiter, okay. Ja, wenn das gleich vorbei ist, dann schauen wir mal. Vor 2 Jahren.
Aber ich sage, hiernach machen wir natürlich eine Pause. Dann schauen wir auf jeden Fall erstmal weiter um. Papa, du darfst nicht sterben. Ich will das nicht. Ach stimmt, da kann ich mich sogar noch ein bisschen dran erinnern hier. Minori, mein Schatz, ich bin so stolz auf dich. Weißt du, manchmal müssen wir uns unserem Schicksal entgegenstellen. Nein, ich habe doch nur dich. Bitte, Papa, halte durch. Minori, sei vernünftig. Du bist doch meine Königin. Das wärst du auch immer bleiben. Elysia, bitte kümmere dich gut um meine Tochter. Das werde ich. Ich verspreche dir, dass Minori niemals etwas zustoßen wird. Ich danke dir. Leb wohl, mein... Papa! Papa! Nein! Papa, bitte nicht! Auch wieder nice mit dem Gekreische gerade. Sehr coole Soundeffekte. Minori, alles wird gut. Lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an. Du bist nicht meine Mama. Und Schelle. Oh, krass. Minori. Ja, somit zurück auf den Friedhof, okay. Und deshalb ist Minori... Er ist mir Minori auch so wichtig. Ich werde ihren Vater nicht enttäuschen. Ich muss ihr nur noch etwas mehr Zeit geben. Daher ist es gut, dass du auch so oft mit ihr spielst, um sie abzulenken. Naja, ich versuche es zumindest. Aber Minori mag mich nicht besonders. Und jetzt, wo Markus und Rentaro nicht mehr da sind, wird es sicher unmöglich, mit ihr zu reden. Ich bin mir sicher, dass ihr euch bald vertragen werdet. Ihr seid fast im gleichen Alter. Wenn man in so jungen Jahren seine Eltern verliert, hinterlässt das einige Spuren in der Psyche. Und genau deshalb braucht uns Minori mehr denn je. Einverstanden. Wenn wir wieder zu Hause sind, werde ich auf sie zugehen. Das freut mich. Gemeinsam schaffen wir das. Gut, aber erstmal sollten wir uns wieder auf den Weg nach Neu-Merlenburg machen. Harald hätte das auch gewollt. Ja, mit dem Torschlüssel können wir ja jetzt das Handelstor öffnen. Das sollten wir ohne Harald schaffen. Ja, auf jeden Fall. Genau, gehen wir. gehe zurück zum Handelstor und öffne es, um nach Neu-Merlenburg zu kommen. Okay. Ja, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall hier an der Stelle geht es auf jeden Fall im nächsten Part auf jeden Fall weiter. Das heißt, den Wald haben wir sogar fast hinter uns in dem Sinne, oder ist sogar hier gleich hinter uns im nächsten Part natürlich auf jeden Fall. Ja, kurze Pause, und dann geht es auf jeden Fall gleich noch weiter, so 5 bis 10 Minuten für alle anderen natürlich auf YouTube. Ja, bis zum nächsten Mal, ja, und hier auf Twitch natürlich, bis gleich dann.